Es wurde ein Volksfest bei strahlender Sonne, letzte Fahrt der letzten Straßenbahn West-Berlins. Nicht nur die bei derartigen Anlässen obligatorischen Ehrengäste waren gekommen, sondern man kann es wohl ohne Übertreibung sagen, Zehntausende von Berlinern, die mit ihrer elektrischen groß geworden sind und nun Fortschritt hin, Fortschritt her, Abschied nahmen. Abschied von einem Verkehrsmittel im Allgemeinen und Abschied ganz speziell von der Linie 55. 1865, also vor über 100 Jahren, fuhr die Straßenbahn zum ersten Mal in Berlin. Eine Pferdestraßenbahn von Berlin bis Charlottenburg war damals die erste Deutschlands gewesen. Moderne Doppeldecker-Ein-Mann-Busse haben die Rolle der Straßenbahn zumindest so lange übernommen, bis auch in Außenbezirken wie Spandau die U-Bahn einmal eine Selbstverständlichkeit sein wird. Denn ihr gehört im Großstadtverkehr von heute und morgen das Feld. Noch einmal ging es am Schloss vorbei, auf der 102-jährigen Strecke zum Richard-Wagner-Platz und zurück. Dann kam der Abstecher zum Betriebsbahnhof an der Königin-Elisabeth-Straße, wo es für die letzten Wagen nur noch die Alternative gibt, verkauft oder verschrottet zu werden. Das Letztere ist das Wahrscheinlichere. Im Rekordjahr 1938 hatten die Berliner Straßenbahnen 630 Millionen Fahrgäste befördert. Das sind fast 2 Millionen an guten Tagen. 1952 waren die Beförderungsziffern noch einmal auf 258 Millionen geklettert. Dann begann 1954 der systematische Abbau des Liniennetzes der elektrischen. Auf Nimmerwiedersehen also. Aber seien wir ehrlich, die Fahrt mit ihr war nicht immer so romantisch verklärt wie diese letzte.